Aus der Thomaskirche zu Leipzig, der Heimat des Thomanerchores und letzte Ruhestätte von Johann Sebastian Bach, grüße ich Sie ganz herzlich zu Hause oder von unterwegs. Am heutigen Sonntag steht die Geschichte von Kain und Abel im Mittelpunkt. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Fragt Kain Gott. Eine rhetorische Frage. Oder doch nicht? Ich lade Sie ein auf den Weg der Suche nach einer Antwort auf diese Frage. Musikalisch begleitet werden wir heute von Thomas-Organist Ulrich Böhme an den beiden Orgeln unserer Kirche. Lasst uns miteinander feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir hören eine Lesung aus dem ersten Buch Mose im vierten Kapitel. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Thank you.
Liebe Gemeinde, beide Brüder, Kain und Abel, haben rechtschaffen gearbeitet. Zudem verrichten sie noch treu ihre religiöse Pflicht. Keiner von beiden hat sich diesbezüglich etwas zu Schulden kommen lassen. Beide durften doch auf Anerkennung hoffen. Wer erfahren muss, dass die Frucht seiner Arbeit erfolglos bleibt, wird sich umso mehr mit Kain solidarisieren wollen. Schnell steht das Stichwort Ungerechtigkeit im Raum. Wenn dann auch noch der unmittelbare Nächste die Anerkennung bekommt, die einem selbst zusteht, dann steigert sich die Frustration ins Unermessliche und führt schnell zu irrationalen Aktionen. Unweigerlich steht die Frage im Raum, warum handelt denn Gott hier so? Die Geschichte von Kain und Abel will uns nicht Gottes Handeln erklären, sondern sie will uns befähigen, mit Ungerechtigkeiten, deren Ursachen wir nicht ergründen können, umgehen zu lernen. Der springende Punkt beim Nachdenken über diese Frage ist deshalb das Verhältnis zwischen Gleichgestellten, die aber offensichtlich nicht gleich behandelt werden. Versuchen wir eine Annäherung, indem wir gemeinsam darauf schauen, wer hier eigentlich vor wem steht. Zunächst steht der Mensch vor dem Menschen. Unsere Alltagserfahrung, liebe Gemeinde, zeigt uns, wie divergierend doch Lebenschancen sein können. Dass alle Menschen untereinander gleich sind, gleiche Bedingungen haben oder bekommen sollen, ist ohne Frage ein lohnendes Ziel. Es bleibt aber von der Lebenswirklichkeit auch sehr weit entfernt. Auch heute noch kann die Geburt maßgeblich darüber entscheiden, welcher Lebensweg von Erfolg gekrönt sein wird und welcher sehr steinig sein wird. Natürlich muss das niemand gut finden. Gewiss können wir Kräfte einsetzen, um Chancengleichheit zu gewähren. Trotzdem werden wir immer erleben, dass es eine völlige Gleichbehandlung von Menschen untereinander nicht geben wird. Das schmerzt und kann die Zornesröte ins Gesicht treiben oder die Gesichtszüge entgleiten lassen, wie bei Kain. Ebenso zählt zu unserer Erfahrung, dass sich Arbeit nicht zwangsläufig lohnen muss, dass Erfolg trotz aller Bemühungen ausbleibt und keiner kann es sich erklären. Lerne, die sich daraus ergebenden Zornesgedanken zu beherrschen, sonst beherrschen sie dich, ist eine Möglichkeit, dem zu begegnen. Und wir sehen den Menschen, der vor Gott steht. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Seine Zuwendung kann nicht erkauft oder durch besondere Leistung verdient werden. Er sieht den Menschen als das an, was er ist, Geschöpf, bedacht mit Menschenwürde, die unantastbar ist. Vor Gott sind alle Menschen gleich, vielmehr noch, er vermag es, zementierte Verhältnisse umzukehren. Die Bibel ist voll solcher Beispiele. Ich denke an Josef und seine Brüder oder Jakob und Esau, ebenfalls zwei ungleiche Brüder. In unserer Geschichte von Kain und Abel steht Gott an der Seite der Schwachen. Er wird zum Anwalt der Opfer, weil deren Blut zum Himmel schreit. Durch den Brudermord ist das Verhältnis von Mensch, hebräisch Adam, zur Erde, hebräisch Adama, gestört. Sie nimmt das Blut des Opfers auf und gibt ihm eine Stimme. Dort, wo niemand für die Opfer schreit, tut es die Erde. Und es gibt auf der anderen Seite jemanden, der hört, Gott. Über das Verbrechen, geboren aus Neid und Missgunst sowie Unvermögen mit Chancenverschiedenheit umzugehen,
kann sich niemals ein Mantel des Schweigens legen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, unbedingt. Und zwar nicht, um ihn zu bevormunden, sondern um die Kommunikation mit ihm aufrechtzuerhalten. Nur ein behüteter Bruder oder eine behütete Schwester vermögen es, in Beziehung zu bleiben, trotz oder gerade wegen der vielen Ungleichheiten, mit denen wir konfrontiert werden. Und dort, wo die Folgen von Ungerechtigkeitserfahrungen menschliche Kommunikation unmöglich machen, sucht Gott das Gespräch als Partner und Anwalt für die Schwachen und Schuldbeladenen. Gott möchte im Gespräch bleiben mit all den Frustrierten und sich benachteiligt Fühlenden. Er möchte, dass wir als Kirche und Gemeinde mit den Menschen ins Gespräch kommen über ihr Leben und das, was ihnen ihr Gesicht entgleiten lässt. Sein Auftrag an uns ist demnach ein Kommunikationsauftrag, also das Gespräch zu suchen, anstatt sich vor lauter Frust über Nichtgelingen zurückzuziehen. Stellen wir uns diesem Auftrag und bleiben im Gespräch mit den Menschen. Denn wo die Kommunikation abbricht, gewinnt am Ende eine todmachende Struktur die Oberhand. Jenseits von Eden. Ein letzter Gedanke, liebe Gemeinde. Wir leben als Nachfahren von Kain jenseits von Eden. Begrenzt und geschützt gleichermaßen. Dort, wo ich als Mensch Schuld auf mich lade, und das passiert im Laufe des Lebens unweigerlich, werde ich von Gott geschützt. In gewisser Weise begnadigt er mich. Das bedeutet nicht, dass alles keine Rolle mehr spielt, sondern es bedeutet, du kannst mit den Folgen deines Tuns leben lernen, weil ich dich entlastet habe, und zwar als erstes von den Schuldzuweisungen der anderen. Solchermaßen begnadigt ist Leben jenseits von Eden möglich. Vergebende Barmherzigkeit vertreibt die Zornesröte aus dem Gesicht und ermöglicht einen Neuanfang. Amen. Lasst uns miteinander beten. Barmherziger Vater im Himmel, wir bitten dich für alle Opfer von Gewalt. Zahlreich sind sie. Zahlreich sind die Nachrichten über Menschen, die benachteiligt werden, über Menschen, die zu Tode kommen, weil sich andere über sie erheben.
über Menschen, die flüchten müssen vor Gewalt, vor Vergewaltigung und vor Lebensumständen, die am Ende nur den Tod bringen. Barmherziger Vater im Himmel, wir bitten dich, mache uns bereit, den Blick aufzuheben, damit wir die Not derer sehen, denen wir helfen können. Stärke unsere Herzen und Hände, damit gelingen kann, was du verheißen hast, ein Leben im Frieden und im Miteinander. Barmherziger Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns immer wieder vergibst, wo wir Schuld auf uns laden. Durch deinen Sohn Jesus Christus, in dessen Namen wir zu dir rufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Tag und in die neue Woche mit dem Segen des Herrn. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der das Leben schenkt, der Sohn, der unser Leben begleitet und erlöst, und der Heilige Geist, der uns Kraft gibt zum Leben und zum Glauben. Geht hin in seinem Frieden. Amen.